Willkommen zurück zu einem neuen Old V C Sharp Tutorial. Im heutigen Part beschäftigen wir uns mit dem Player HUD. Das heißt, wir werden eine Custom Lebensleiste machen und auch eine Essensleiste sowie eine, ja, ob man Durst oder nicht hat, Leiste. Das Ganze werden wir mit einer Progressbar machen, und zwar mit einem Kreis, mit einer Kreis-Progressbar, einer animierten, und dazu nutzen wir die Progressbar.js. Das Ganze verschönern wir noch mit ein paar Unicode-Elementen. So, alle Links natürlich wie immer unten in der Beschreibung, und wenn ihr natürlich keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Abo da. Wenn ihr Hilfe braucht bei meinen Tutorials oder auch bei diesem, besucht mich gerne auf meinem Discord oder im Forum, auch diese Links stehen unten in der Beschreibung. Wir öffnen einmal zuerst unseren AltV-Ordner und navigieren hier in die Resources-Ordner und hier in den AltV-Tutorial-Client-Side. Hier haben wir den GUI-Ordner, den öffnen wir einfach mal mit Visual Studio Code. Dazu öffnen wir einfach hier Visual Studio Code. Kopieren wir uns hier den Ordner-Link hier oben. Warten, bis Visual Studio geladen hat. Hier ist es. Es dauert dann einen kleinen Moment noch. Sagen dann hier einmal File, Open Folder. Dann suchen wir uns den Ordner hier raus und öffnen den Ordner GUI. Ordner auswählen. Hier habe ich dann schon mal was vorbereitet für euch. Hier findet ihr die progressbar.js. Hier habe ich nämlich den Code von dieser Seite runtergeladen. Wenn wir hier auf Install Documentation gehen und dann hier oben auf Including this progressbar.js und darauf einmal klicken, dann hier oben einmal auf Raw, dann können wir uns den Code rauskopieren. Ich packe euch den Code aber auch nochmal als Pastebin unten in die Videobeschreibung. So, nämlich auf diesen Code wollen wir in dem Tutorial eingehen. Damit können wir nämlich diese Progressbars erstellen. Und wir gehen direkt mal in unsere GUI.js. Hier wollen wir allerlei GUI-Sachen machen. Wir sagen dann, ich mache hier oben einen Kommentar hier für die Notifications. Notifications. Kommentare mit einem Doppelslash. Und sagen dann hier HUD-Elemente. Und fangen dann an. Wir können auf diese JS-Datei zugreifen mit New Progressbar. Das heißt, wir definieren erstmal eine Variable, sagen var healthbar für unsere Lebensanzeige gleich new progressbar. Punkt. Jetzt, ob das eine Linie sein soll oder ein Circle, also ein Kreis, wir sagen Circle. Dann, auf welches Element im HTML-Code zugegriffen werden soll. Wir nennen es einfach mal Container, wir definieren das später. Dann der allgemeine Aufbau, wie bei jeder JavaScript-Function. Und hier drin können wir einige Options setzen. Wir schauen uns das mal an auf deren Homepage. Gehen hier zurück und gehen mal bei Examples hier bei Circle auf diesen Edit, auf das Edit-Icon. Wir werden dann hier nach JS Fiddle weitergeleitet und sehen dann hier Einstellungen. Wir kopieren uns mal diese Einstellungen, kopieren die hier rein und haben dann hier Stroke Width, Easing, also die Animation, Duration, Color, Trail Color, Trail Width, SVG Style. Damit könnt ihr rumspielen. Uns interessiert aber erstmal nur Color. Color würde ich sagen, machen wir mal auf Rot. Das sind HTML-Farben. Also können wir einfach hier bei Google eingeben, google.de HTML Color Picker. Haben dann direkt hier so einen Color Picker. Können dann hier mit der Maus hin und her gehen. Sagen wir wollen Rot, das ist ein schönes Rot. Kopieren uns hier den Hexcode. Fügen den hier bei Color ein. Den Rest können wir eigentlich so lassen. Was wir aber noch hinzufügen können, ist ein Text. Wir schreiben einfach Text, Doppelpunkt, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Dann ein Value, Doppelpunkt, hier können wir dann den Text reinschreiben, Komma. Und wir haben noch ein Align to Bottom. Wenn wir es zum Bottom halt anpassen wollen, sage ich hier auf False, brauchen wir nicht. Dann hier unten natürlich bei der geschweifte Klammer noch ein Komma. Hier können wir dann Text einsetzen, zum Beispiel Hallo, wie geht's? Oder wir können auch, wie eben angesprochen, ein Unicode-Emoji dort reinpacken. Wenn wir hier auf dieser Seite mal oben suchen nach Hearts, dann finden wir die Hearts-Symbols hier. Und dann können wir uns hier ein Hearts-Symbol aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal, das sieht doch gut aus. Dann können wir uns nämlich den HTML-Code hier unten kopieren. Einfach einmal kopieren. Und dann bei uns im HTML-Code einfach unter Value speichern. So. Dann speichern, und ja, da haben wir es schon. Dazu passend müssen wir natürlich in unserer HTML-Datei GUI.html im Body
auch unseren Content definieren, den wir jetzt hier eben hatten, zum Beispiel den Container. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen div id gleich Container und schließen das div wieder. Das Ganze machen wir dreimal mit drei verschiedenen Containern. Kopieren es also, nennen den zweiten Container 2, den dritten Container 3 und müssen natürlich noch hier unsere JS-Datei einbinden mit script source gleich progressbar.js und schließen das Script-Tag wieder. Speichern das Ganze und sind mit der HTML-Datei schon fertig. Wir legen aber hier noch eine neue Datei an, hier über New File, nennen die GUI.css, fügen diese GUI.css noch unserer HTML-Datei zu. Das können wir hier wie oben machen. Wir sagen einfach Tag auf, Link, href, oder wir können einfach direkt sagen source gleich GUI.css, dann rel gleich style sheet und beenden das Ganze. Zack. Dann können wir nämlich im style sheet noch ein paar Styles definieren. Ich würde sagen, das machen wir direkt auch mal. Wir definieren hier Styles für unseren Container, von unserem Container 2 und Container 3. Das machen wir mit dem Hashtag Container. Geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und fangen dann hier zum Beispiel an mit einem Margin Top. Dazu habe ich mal schon mal die Werte rausgesucht, damit das rechts neben der Karte ist, neben der Minimap. Das sind einmal 870 Pixel. Und von links, Margin Left, sind das dann 310 Pixel. Dann haben wir noch ein Padding von 5 Pixel. Und in Width von 35 Pixel, genau wie die Höhe auch von 35 Pixel. Wenn ihr mehr zu CSS und HTML erfahren wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten gibt es auch noch relativ viele Tutorials dazu. So, dann sagen wir am Ende noch ein Clear Left. Kopieren uns den ganzen Code hier zweimal. Nennen den zweiten Container 2, den dritten Container 3. Löschen das Margin Top hier raus bei den unteren beiden. Und sind mit der CSS-Datei auch schon soweit fertig. Wir gehen zurück in die GUI.js, kopieren uns hier einmal Healthbar zweimal und sagen bei der zweiten Hangarbar, sagen Container 2 und bei der dritten sagen wir Firstbar und Container 3. Gut, jetzt wollen wir noch ein paar Farben dafür raussuchen. Ihr könnt Farben nehmen, die ihr wollt. Ich habe im Vorhinein schon ein paar rausgesucht. Die kopiere ich einfach mal da rein. Das ist dann bei der Hangarbar so ein etwas orangelicher Ton, Hashtag F5B042. Und bei der Firstbar so ein Blau ist es dann Hashtag 42ADF5. Könnt ihr wie gesagt mit dem Color-Pick eure eigene Farbe raussuchen. Wir suchen jetzt hier noch zwei Emojis raus. Gehen wir einmal für Hungerbar wäre so ein Burger ganz cool. Gehen wir hier oben Character Search Burger, hier Hamburger, perfekt. Kopieren uns den HTML-Code und kopieren den einfach hier rein. Zack. Formatieren das noch richtig. Speichern das. Und hier unten wäre ja so ein Getränk, so ein Softdrink. Dazu gehen wir mal nach Food und schauen, was wir haben. Pot of Food, Hamburger, ne, das ist nicht so geil. Hier mal Drink ein. Ja, das ist auch schon besser. Cup with Store. Ja, nehmen wir einfach mal den hier, der ist auch cool. Kopieren uns den HTML-Code dafür. Fügen den hier unten ein. Zack, und haben unsere Progressbar soweit erstellt erstmal. Wir könnten hier zum Beispiel mit, nehmen wir mal die Firstbar, Firstbar.animate und dann einen Wert, zum Beispiel 1 eingeben. Damit ist wieder die Bar voll. Das wird dann von 0 auf 1 hoch animiert, also 1 ist 100%. Und wenn wir Werte unter 1 haben, wie zum Beispiel 0,5, das sind 50%, also die Hälfte von der Progressbar. Deswegen müssen wir hier mit Komma-Werten arbeiten. Das wollen wir natürlich in eine Function packen. Und schreiben dazu mal eine Function. Wir sagen, die Function nennen wir UpdateProgressBar. Mit einem Parameter bar, welche bar und dem Wert. Und hier sagen wir dann einfach if bar gleich gleich 1. Dann sagen wir healthbar.animate auf den Wert. Und ansonsten if bar gleich gleich 2, sagen wir hangerbar.animate Wert. Und bei if bar gleich gleich 3, sagen wir firstbar.animate Wert. Zack.
Das Ganze muss natürlich wie bei unserer Show Notification noch auf ein Alt-On-Event hören. Deswegen können wir uns von hier oben das Alt-On-Event kopieren oder wir schreiben es einfach selber mit Alt.On. Das Event nennen wir einfach mal Update PB, Komma, Bar und Wert als Parameter, dann gleich größer, Update Progressbar. Wir rufen jetzt die Funktion unten auf mit Bar Wert und am Ende noch ein Semikolon. So, wir können uns das Ganze mal anschauen. Im Browser, dazu müssen wir diese Alt Events mal ausklammern, weil die kennt natürlich der Standard Chrome Browser nicht. So, dann müssen wir einmal unsere GUI HTML öffnen. Das können wir ganz einfach machen, indem wir in unseren Ordner hier gehen, GUI HTML hier reinziehen, wir öffnen einen neuen Tab und ziehen einfach die HTML Datei hier rein und gehen dann mal mit weitere Tools, Entwickler Tools rein und schauen, was hier passiert. Hier steht Progressbar is not defined in GUI.js 15. Da werden wir doch direkt mal schauen, wo der Fehler ist. So, öffnen dazu einmal Visual Studio Code. Sie, wir haben jetzt zweimal den GUI CSS definiert. Natürlich können wir das im Body rauslöschen. Kopieren dann den anderen Link, den wir haben, auch noch hier oben hin, damit das einheitlich ist. Genau, Progressbar.js muss natürlich vor die GUI.js. Und da müssen die Container natürlich auch vor diese beiden JS-Dateien. Zack. Speichern wir das Ganze mal, öffnen wir nochmal Chrome, drücken einmal F5. Genau, sehen dann hier unten schon unsere Progressbars. Wir sehen noch nicht so viel. Wir rufen jetzt mal die Funktion auf hier über die Console mit Progressbar. Ne, wir haben es genannt, Update Progressbar 1 für Health. Deswegen sagen wir jetzt hier mal 0,5. Zack. Und ihr seht die Animation, dann sagen wir mal 2, kommt auf 0,3. Und 3 kommt auf ganz voll 1,0. So sieht das dann später auch aus. Es müsste genau rechtsbündig der Karte sein. Und auf diese Elemente wollen wir dann natürlich dann auch zugreifen. So, wir können das wieder schließen. Wir können die Dateien hier speichern, die wir haben. Und können einmal den serverseitigen Code öffnen. Über Visual Studio. Das ist hier. Und navigieren einmal in die tplayer.cs. Denn wir wollen ja hier jetzt definieren, was für Progressbars wir haben. Wir sagen einfach hier im tplayer public enum progressbars und hier sagen wir dann, wir haben zuerst eine healthbar, id fängt bei 1 an, dann haben wir eine hungerbar und eine firstbar. Zack, speichern das Ganze und schauen, und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr die Bars ansprechen könnt vom serverseitigen Code. Wir gehen mal in die events.cs, gehen dann unter event.login, das heißt, nachdem wir eingeloggt wurden, sagen wir einfach hier, wir setzen mal von tplayer das Leben auf 100 und können dann einfach mit emit, also tplayer emit, tplayer.emit, dann das Event, das heißt ja update pb, Komma, die beiden Parameter, also einmal dann unsere Progressbar, da können wir auf unser enum drauf zugreifen mit tplayer.tplayer.progressbars.healthbar, dann das natürlich als int, das heißt, wir sagen hier vorne int, parseInt und dann den Wert, ich habe es ja gesagt, 1,0 ist voll, das heißt, wir setzen mal auf 1,0, kopieren uns das Ganze zweimal, sagen dann hier bei der zweiten Bar hungerbar, setzen die auf 50%, also 0,5 und die First Bar setzen wir mal auf 0,3, so damit wir die am Anfang initialisiert haben. Das heißt, ihr könnt mit tplayer.emit, dann dem Event Update PB und über den enum Zugriff über die Progress Bars und dann einem anschließenden Wert diese Progress Bar füllen oder auch wieder wegnehmen. Ihr könnt zum Beispiel ein eigenes SetPlayer Health Event schreiben, wo ihr dann sagt, tplayer helft gleich so und so und dann gleichzeitig auch noch die Progress Bar updated. Wie das Ganze ingame aussieht, zeige ich euch auch direkt mal. Wir starten den Server hier oben. So, wenn der Server gestartet ist, können wir auch Alt V starten. Vergesst nicht, dass ihr auch natürlich XAMPP im Hintergrund immer braucht. Dann öffnen wir mal Alt V, connecten auf unseren Server, loggen uns ein.
und sehen schon unten, dass die Icons angezeigt werden und die Progressbar, aber nicht der Wert der Progressbar. Das liegt wohl daran, weil wir leider die Events in der JS-Datei ausgekommentiert haben. Eben, die müssen wir natürlich wieder einkommentieren. Speichern das Ganze. Starten nochmal den Server neu. Zack, und joinen nochmal neu auf unseren Server. Zack, sagen dann hier reconnect. Dann loggen wir uns wieder ein. Und wie wir sehen, die Animation hat auch funktioniert. Unsere Icons unten werden angezeigt. Ja, und damit wäre eigentlich das HUD-Tutorial in diesem Sinne auch fertig. Im nächsten Part werden wir uns nochmal einem Speedometer widmen. Ich hoffe, euch hat es so weit gefallen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch wie gesagt gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.